Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, Sie zu einer weiteren Demografiedebatte Deutschland einladen zu dürfen. Wenn Sie uns zuschauen, dann sind Sie vielleicht jemand, der in einer eigenen Immobilie wohnt oder Sie kennen jemand. Denn fast jeder zweite Deutsche lebt in einer eigenen Wohnung oder in einem eigenen Haus. Vielfach werden eigene Immobilien gekauft, wenn man sehr jung ist und eine Familie gründet. Man baut vielleicht auch ein Haus, aber auch ältere Menschen erwerben Immobilieneigentum. In einer alternden Bevölkerung, die Lebenserwartung in Deutschland steigt rasant. Viele werden fast 90 Jahre alt. Es ist aber auch wichtig, im Alter in einem Ambiente zu leben, das barrierefrei ist. Barrierefrei heißt nicht medizinisch ausgestattet, sondern möglichst leicht von Zimmer zu Zimmer gehend, unter die Dusche gehen, ohne dass man über eine Duschtasse klettern muss, über den Rand, die Barriere einer Duschtasse klettern muss. Möglichst ein Fahrstuhl im Haus oder wenn man in einem eigenen Haus wohnt, die Möglichkeit, einen Treppenlift einbauen zu können, falls man nicht mehr so gut zu Fuß ist und die Treppe hochsteigen kann. Es sind viele Dinge zu beachten, die ein barrierefreies, schönes Leben ermöglichen. Und viele deutsche Bürger möchten gerne möglichst lange daheim wohnen und nicht gerne in ein Pflegeheim gehen. Die Frage, wie barrierefreies Leben im Alter gestaltet werden kann, die beschäftigt uns in der Demografiedebatte Deutschland am 24. Juni ab 9 Uhr. Dazu haben wir eine Reihe sehr kompetenter Experten eingeladen, unter anderem Hermann Binkert, er ist Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstitutes INSA und erstellt die Generationenstudie 50+. Er wird uns Auskunft darüber geben, wie groß der Wunsch der Bürger ist, möglichst lang in den eigenen vier Wänden verbleiben zu können. Wir werden sprechen mit Dominik Hauder-Rowitz. Sie ist Buchautorin, vor allem aber Architektin. Und sie hat die Welt bereist, sind viele Länder gefahren, um dort zu schauen, wie der öffentliche Raum gestaltet werden kann für eine alternde Bevölkerung. Wir sprechen mit Iris Latuch. Sie ist bei ProMedica Plus zuständig für häusliche Pflege. Und von ihr möchte ich gerne wissen, wie denn eine Wohnung oder ein Haus ausgestattet sein muss, damit ein zu pflegender Mensch dort möglichst lange verbleiben kann. Wir werden sprechen mit Hans Moser, er ist Gründer und CEO der Garant Immobilien. Von ihm möchte ich gerne wissen, wann die Immobilienblase platzt und inwieweit denn Bürger heute schon darauf achten, dass eine Wohnung oder ein Haus, das gekauft werden soll, barrierefrei gestaltet und ausgestattet ist oder umgebaut werden kann. Und ich werde sprechen mit Friedrich Thiele von der Deutschen Leibrenten AG über die Frage, wie weit denn die eigene Immobilie dazu beitragen kann, die Rente aufzubessern. Schließlich ist Gast der Demografiedebatte Deutschland Daniel Föst. Er ist Bundestagsabgeordneter für die FDP, Mitglied im Bauausschuss. Und ihn werde ich dazu fragen, welche Unterstützungsmaßnahmen denn in der Politik bereits existieren oder geplant sind, um barrierefreies Leben im Alter zu ermöglichen. Sie sehen eine bunte Palette an Themen und Gästen und ich lade Sie nochmal herzlich ein, am 24. Juni 2021 dabei zu sein. Wir starten um 9 Uhr die Demografiedebatte. Sie wird etwa bis 12 dauern. Mitveranstalter neben dem Bundesverband Initiative 50+ sind INSA, das Meinungsforschungsinstitut, das Deutsche Institut für Altersvorsorge und die Friedrich-Naumann-Stiftung, deren Leiter des Hauptstadtbüros Hilmar Sattler ein Grußwort zur Demografiedebatte Deutschland beiträgt. Unterstützt wird die Demografiedebatte Deutschland durch ProMedica Plus, die Deutsche Leibrenten AG, Garant Immobilien und Schroder Investment Management in Frankfurt am Main. Ich freue mich auf Sie am 24. Juni, 9 Uhr. Geht es los. Bis dann.